praktisch alles weggenommen. Ja, gerade eigentlich war gut. Früher hat es ja Spaß gemacht, Ching zu spielen, aber jetzt ist es einfach nur noch. Lass mal irgendwas Verrücktes ausprobieren. Der Bamba Chakos, der Bakos, Janga. Digga, wenn er nicht spannt, dieser Huren, passt er denn nicht ein? Da sollen wir jetzt jedes Mal 30 Sekunden warten, dass dieser Bastard was spannt oder nicht? Dann hat er eine Minute von uns verschwendet. 1,30, weil er 30 Sekunden spannt hat und das ist 3 Bands. Wer weiß, vielleicht wacht er bei der nächsten Runde auf. Ja, dann bann du auch nicht. Pass Oh. einfach. Hat ja keinen Sinn. Alles bannen. Wenn wir die Wieso? dann. Hebo und Changa raus und dann fertig. Hebo Chanka noch und. Was wollen wir denn probieren, Digga? Wollen wir denn probieren? Weiß nicht. Was willst du lieber, Mage oder am physischen, ne? War Age Warrior oder Guardian, das. Auch Bakazura und vielleicht Raijin. Bakazura. Kanga noch. Bakazura. Der Bakazura Krone. Na, was willst du davon spielen? Bann doch erstmal, Digga. Ich noch mal. Bakasura! 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 Hast du Diamond Skin? Nein. Hast du Legendary Skin? Nein. Gold Skin? Ich könnte mir Legendary Skin kaufen, aber ich weiß nicht. Na gut. Oh, jetzt habe ich Rechte. Die gehen bestimmt. Die gehen bestimmt AFK. Also der eine, der erste ist bestimmt AFK. Weil man der will halt Zeit schinden. Entweder die haben Gott gepickt oder die sind AFK. Beste. Aber die haben starkes Öl. Delicious! Rush ich ihn jetzt? Sollen wir ein Start-Item holen? Ja, ich starte. Ich versuche mit Book zu rushen. Ich glaube, ich hol Aegis, oder? Ich hole Aegis. Impressive! Impressive! I will eat you! I will. Ja, die haben Pot. Die setzen alles aufs Early, Digga. Deswegen müssen wir richtig vorsichtig sein.
Bestet, ihr jumpt ihre 2 und 3. Das macht so viel Damage, dass ich Half-Life bin, wenn sie mich damit trifft. Ja, sie hat Bluestone. Wo sind sie? Mitte immer noch. Du musst die Wave alleine clearen, Digga. Kann ich nicht rein. Die haben so einen krassen Wave Clear im Early. Oh, du bist. Boah. Das ist. Den, ihr Early ist brutal, Digga. So richtig kaum aufpassen. Das schreit nach Winged Blade. Ja, Winged Blade und Fatalis sogar mit Kron. Pass auf, die will reinjumpen. Die kann dich auch easy killen. Nein, nicht Fatalis, aber Winged Blade und Breastplate muss. Ja, Breastplate. Bei mir, glaube ich auch. Ah, da können wir Early jetzt erstmal. Ja, Early ist einfach nur safe under Turret, fertig. Einfach nur unterm Turret. Weil sie will halt wieder reinjumpen. Digga, siehst du. Oh! Ich hol den Red schnell. Ich mach schnell den Red. Pass auf. Ich habe in 4 Sekunden wieder Essen. Was kommt zu dir? Ich hab nur den aufgegessen. Ich hab leider nichts. Das ist egal, er hat seine Ulti gewastet, er hat Sprint gemacht, ich hab Red gekriegt. Jetzt machen die unseren Blue. Wir können jetzt im Murdy einfach nichts machen. Digga, die haben nichts, guck mal denen ihre Items an. Your middle tower is under attack. Na, wir bauen uns First Late auf. Warte, die gehen rüber, dann mache ich den Blue bei denen. Bassett ist gejumpt, ne? Wo ist Osiris? Ja. Die sind. Die machen den kleinen Red. Ja. Sag mal, wenn die zu mir kommen. Osiris kommt in deine Richtung. Ja, er weiß, dass du da drin bist. Wo ist Bassett? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Komm, wir töten ihn. Na Bro, du bist tot. Nee, noch nicht. Kann jetzt wieder jumpen. Was? Lächerlicher Gott, Alter. Du kannst sie easy killen, Digga. Jetzt kein Jump, Mann. Please kill sie. Du hast doch keine Boots, ne? Nee, sie ist viel schneller als ich. Das ist halt einfach so AIDS, Mann. Bassett ist halt aber auch ein Lutschergott, Mann. Bassett ist so einer der größten Lutschergötter, die man spielen kann, Mann. Lächerlich. Aber sind halt Early-Götter. Bassett ist extrem early, dafür. Late-Game ist halt nur noch langweilig da. Sobald wir etwas defensiver haben, war es das Problem. Muss sie halt versuchen, wenn sie reinjumpt, weißt du? Sie versuchen mit deiner 3 Instant. Ja, ich weiß. Boah, jetzt hat sie einen Tower Shot abgekriegt und noch ein Basic. Muss mir mal einen Minion lassen, Digga, wenn ich von denen gepokt werde, weil sonst komme ich nicht hoch und die können mich im Tower wieder diven. Wir müssen gucken, wann der Red auch wieder ab ist. Weil die Zeit. Hüpp.
Ein Minion. Na gut, ich geh schnell weg. Geh auch weg, weil ich hab Itch. Geh auf Early erstmal und dann auf Late. Ich gehe dann nach dem Itch jetzt, gehe ich jetzt erstmal auf Physical Death. Ich komme jetzt erstmal Breastplate. Der Blue ist wieder ab, glaube ich. Der Damage ist ab. Pass auf die Linie. Hätte ich Aegis müssen. Ich bin so dumm. Hätte ich geAegis, alles kein Problem gewesen. Das war stupid von mir. Hätte ich Aegis müssen. Hätte ich geAegis, wäre es so easy gewesen. Holy shit, wäre das easy gewesen gerade. Ich habe mein Aegis einfach viel zu spät genommen. Hol dir auf jeden Fall Tailkins, Ding. Ich würde nicht nur auf Ability Damage gehen. Geh auch, dass du Tailkins. Nee, Demonic Rip würde ich holen. Das wurde ja gebufft. Ich mach unseren Blue, ne? Sei vorsichtig in der Mitte. Bestie kommt wieder. Ja, ist okay. Ja, die machen Damage. Kriegst du da was? Ne, die hat schon gedroppt, ne? Ja. Könnten nach denen ihren Blue. Ich hab Ulti wieder ab gleich. Der Blue. Da hab ich in der Mitte geschossen oder was? So, ich geh erstmal weg. Ich hab jetzt zweite Stufe vom Breastplate schon ab. Osiris hat jetzt Queen Size ab, ja. Aber er ist squishy, ne? Er hat halt. Quinz hat er halt ab, aber das war's. Ich werde auf jeden Fall Frostalis spielen. Frostalis? Ja. Frostbound, Hammer und Fatalis. Beste, was ich machen kann. Nimm mein Minion. Na, warte. Ja, geh back. Ja, die will hinterher jumpen. Ja, geh einfach back. Die Fantasy. Ja, sie musste beatzen. Kannst back gehen jetzt. Komm. Oh, wie viele Tower Shots sie. Bastet ist da, back. Ich schau mir jetzt erstmal Winged Blade. Webwaffe ist bald wieder ab. Ja, je länger die das ins Dings hinausziehen, desto einfacher wird das Spiel für uns, weil sie kein Damage mehr machen. Ich schau mir jetzt Fatalis. Weil Frostbound will ich noch nicht holen, sonst gebe ich ihm nur noch mehr Gründe, mich zu fokussen, der Osiris. Weil wenn er Crin-Size hat, ne? Je mehr HP ich habe, ist ja maximales Leben, ne, der Schaden. Macht halt schon, die machen halt gar nicht mehr so viel Damage. Die hätten mich jetzt, ich geh kurz back, weil die Wave kommt eh. Sei vorsichtig, ne? Bist alleine? Ja, das ist cool. Komm. Osiris hat geultet? Ja, nein, ja. Nein, ja? Nein, hat er nicht. Okay, warte, ich komme von der Seite rein. Red Buff ist unser. Achtung, Beste. Ja, was will sie machen? Will sie reinjumpen? Dann ist sie tot. Ja, Mann, hätte ich Fatalis, hätte ich ihn auch noch gekillt. Nice, schön gemacht.
Das ist halt keine Ahnung, die haben gut gepickt, so. Early ist gut, aber die haben ihr Early nicht gut gemacht. Von daher könnt ihr das auch nicht gewinnen. Glaube ich nicht, dass sie das gewinnen. Denkt man mal nicht. Da ist da mit übrig. Warte, ich muss einen Minion essen, weil ich hab die extra hier einen gelassen. Weil ich dann Passive krieg. Du musst jetzt. Weil das ist schnell nochmal zum Blue, bei denen ist ja Blue ab. Ja, Fatales habe ich jetzt gleich ab. Ja, Fatales habe ich komplett. Kannst du ein Ward kaufen? Geht das? Ja. Warte, ich kaufe auch ein 50er Ward. Ich warte kurz. Ich will nur nicht, dass Eva Bassett kann locker mit ihren Katzen den Buff machen. Mhm. Okay, jetzt können wir auch fighten. Jetzt können wir sehr aggressiv sein. Ich habe jetzt Fatales ab. Ja, ich habe jetzt Winged Blade. Soll ich Tailfins oder Demonic Whip? Demonic Whip ist eigentlich kraftvoll. Oh, die Bitch läuft nach hinten. Ja, Osiris musste raus ulten. Ja, Osiris musste raus ulten. Wir können FG machen. Locker FG für uns. Na, GG. Lol. Ja. Können nichts machen, Digga. Die haben verloren einfach im Late Game. Können mich nicht besiegen. Dich schon gar nicht. Hat man den gerade bei Bastet gesehen? Sie hat versucht. No, GG.